Sascha für Mobile Geeks und wir vergleichen nach wie vor das Apple iPhone 5 mit Android-Geräten. Und da haben wir das absolute Flaggschiff-Phone. Das ist von Samsung. Das ist das Galaxy S3. Kam so Mitte des Jahres raus und basiert auf dem Quad-Core Exynos ARM Cortex A9 Prozessor mit 1,4 GHz. Beim Apple iPhone 5 haben wir den Apple A6. Das ist ein Dual-Core ARM Cortex A15. Das ist schon die nächste Generation der ARM Prozessoren. 1,2 GHz. 1 GB RAM bei beiden Varianten, die ist übrigens auch ebenfalls gleich mit 16, 32 und 64 GB gibt. Der große Unterschied beim Samsung Galaxy S3 ist ganz einfach, dass ihr es aufrüsten könnt. Könnt ihr hinten eine Micro-SD-Karte reinpacken und ich glaube, die gehen mittlerweile bis 64 GB hoch. Und da habt ihr dann eine ganze Ecke mehr Speicher für Apps, aber vor allen Dingen für Content zur Verfügung. Wie es mit den Kameras aussieht, wir haben eine 1,9 Megapixel Kamera hier auf dem Samsung Galaxy S3, eine 1,2 Megapixel Kamera auf dem iPhone 5. Auf der Rückseite, bei dem iPhone 5, 8 Megapixel Kamera, da habt ihr das Flashlight-LED und beim Samsung Galaxy S3 ist das ähnlich, 8 Megapixel Kamera und Flashlight-LED. Bei Displays gibt es einen großen Unterschied, da fällt mir gerade auf, dass ich das auch im englischen Video vergessen habe. Wir haben hier ein IPS-Display. Das sogenannte Retina-Display von Apple 1136 x 640 ist die Auflösung. 4 Inch, wohingegen wir hier ein Super AMOLED-Display haben beim Samsung Galaxy S3 mit einer 27p-Auflösung, also 1280 x 720. Wenn es ums Gewicht geht, 133 Gramm. Das Ding ist wirklich eine absolute Feder. Das Samsung Galaxy S3 wiegt, 112 Gramm. Umgekehrt ist es nämlich. 112 Gramm beim Apple iPhone 5, 133 Gramm beim Samsung Galaxy S3. Und last but not least, lass uns mal anschauen, wie dick bzw. wie dünn die beiden Geräte sind. Unten das Galaxy S3, 8,6 mm und genau 1 mm dünner, auch wenn es ein bisschen anders aussieht. Das ist aber bauchformbedingt, 7,6 mm beim Apple iPhone 5. Preislich, ja, die beiden spielen absolut in der Premium-Liga. Da liegt er so bei 679 Euro, geht es glaube ich beim iPhone 5 los in Deutschland. Und das Samsung Galaxy S3, ja Straßenpreis irgendwie so 500 bis 550 Euro. Beides nicht günstig, beides sind ganz gute Smartphones. Das ist ein erster Vergleich vom Apple iPhone 5 hier auf der rechten Seite mit dem Samsung Galaxy S3, was nach wie vor auf der linken Seite liegt. Ich bin Sascha für Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.